Boah, Leute, meine Stimme. Ich bin gerade erst aufgestanden. Hi, Leute, und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich merke, meine Stimme ist wirklich am cracken. Ich habe mich gerade eingeloggt. Es ist sehr früh am Morgen. Es ist eigentlich gar nicht früh. Es ist 20 nach 10. Aber weil ich gestern Nacht sehr lange wach war, ist es für mich früh. Und ja, ich habe gerade erstmal meine Frisur gewechselt, weil ich mich irgendwie mit pinken Haaren ausgelockt hatte. Und ich überlege gerade, welches Pferd wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen Little Secret, weil unser Outfit ist schon ein bisschen so Blümchen. Nicht wirklich, aber egal. Und das heutige Thema wird ja auch Blümchen sein. Ich habe mir schon mal die Update-News durchgelesen, habe sie allerdings nicht wirklich verstanden. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal selbst an. Es ist noch nicht so viel los hier. Es ist eigentlich gar nichts los. Ich habe auch gelesen, das ist das Gefühl, das Unwichtigste. Wir holen erstmal unser Bonusding in Moorland ab. Oh Gott, nein. Ah, warum gibt es nicht mehr schöne Sachen? Also no hate. Aber, ich wollte gerade schon fast nach Veildale reiten, aber in den News steht, dass da oben wieder ein Wagen steht, wie damals bei der Starshine Ranch. Brauche ich dringend einen Tee oder einen Kaffee? Nicht, dass ihr denkt, ich wäre total der Langschläfer, lol, da ist einer mit meinem Outfit. Ne, warum steht da was? What? Nicht, dass ihr denkt, ich wäre total der Langschläfer oder irgendwie sowas. Ich stehe normalerweise richtig früh auf, aber wie gesagt, dadurch, dass ich sehr lange wach war, ist jetzt für mich 10 Uhr spät. Okay, was genau machen wir denn? Oh, da hinten. Das sieht so weird aus. Was macht sie denn? Hä, warum sind wir plötzlich alleine? What? Ich glaube, wir müssen die einsammeln. Ich habe mal wieder nichts gelesen. Aber es sieht ganz danach aus. Oh mein Gott, ich hoffe so sehr, dass wir diese Eule bekommen, die da sitzt. Okay, ich habe gerade nachgelesen. Anscheinend bekommen wir die wirklich. Das ist sehr cool. Die Eule schaut irgendwie so ein bisschen sassy. Okay, so wie es aussieht, tut sich dieser Wagen einfach dezent verpieseln, verrieseln. Und ja, wir chillen hier anscheinend alleine. Ich habe es nicht gelesen, deswegen denke ich einfach mal, wir müssen ihr folgen. Ja, super. Reite ich da jetzt hin? Ich glaube nicht. Okay, es fängt, glaube ich, an zu laggen. Ich bin gespannt, ob gleich eine komplette Massenansammlung... Oh, ist Veildale jetzt eigentlich neu? Nein. Ach, ist einfach nur der Ort dazugekommen. Wollen wir erstmal den Ort anschauen? Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Oh mein Gott, ich glaube, sie hat sich gerade richtig selbst geroastet. Ich weiß immer nicht, was ich machen soll, aber es sind ja eigentlich immer beide Antworten richtig. Ich mag ihre Augenbrauen eigentlich, um ehrlich zu sein. That's incredible. Ich weiß später eh nicht, was abgeht, weil ich es nicht lese. Ups. Oh, der schon wieder. Er hat gesagt, dass wir was finden sollen. Aber ich habe keine Ahnung wo. Das wird auch nicht angezeigt. So, kein Stress. Ich reite einfach der mit meinem Outfit hinterher. Sie muss es, glaube ich, wissen. Nein. Da ist ein blaues Ausrufezeichen. Vielleicht ist es das. Oh, ja. Oh, okay. What? Ich mache das so wie in der Schule. Ich chill einfach und die anderen sollen zuhören. Und ich frage dann die anderen, was wir machen müssen. Ich bin gerade doch ein bisschen überfordert. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Es ist also nicht so schwer zu finden. Was mir gerade gekommen ist, der Gedanke, wenn man die Minikarte kleiner macht, dann sieht man es doch noch besser. Meine Haare riechen so geil frisch gewaschen. Schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch auch so warm draußen ist. Seit ein paar Tagen hat es bei uns nämlich 25 Grad. Und ich kann Hitze absolut gar nicht vertragen und deswegen, wenn es 25 Grad ist, ist es bei mir so, als hätte es 35 mindestens. Und ja, ich schmelze hier gerade so ein bisschen. Wir müssen, glaube ich, irgendwas aufbauen. Wir haben ja schon so eine tolle Arbeitshose an, mit der wird das natürlich leicht fallen. Aber das ist sehr süß gemacht und mit Details. Ich finde es sehr schön bisher auf jeden Fall. Okay, das ist für Sättel. Da habe ich nicht zugehört, aber es sieht nach Kleidung aus. Oh, wir müssen Tee machen. Das ist tatsächlich das, was ich vorhin gesagt hatte, das bräuchte ich jetzt. Okay. Irgendwie erinnert mich das an Minecraft. Ich spiele zwar nicht Minecraft, aber ich weiß ungefähr, wie das damals aussah. Ich habe eine Zeit lang gespielt. Anscheinend müssen wir Leute in Jorvik von der Naturheilkunde überzeugen. Und es gibt ein Orderboard, wo Bestellungen drauf sind. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, das ist so eine Quest wie mit dem Seelenreiten, die einen länger beschäftigt. Es ist auch genauso aufgebaut. Ich blicke gerade gar nicht durch, was wir machen müssen. Wie es leidet. Oh mein Gott. Interesting. Oh, das war meine Tür. Ich habe mich gerade erschrocken. Ja gut, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was wir hier machen müssen. Ich glaube, wir müssen erstmal, bevor wir irgendwas anderes machen, müssen wir Blumen sammeln.
In den News stand was. Momentchen. Okay, man muss suchen. Erntefeld-Provinz, also hier irgendwo. Und Südhof und Silverglade. Ich glaube, Silverglade ist am einfachsten, deswegen würde ich sagen, reiten wir einfach mal nach Silverglade. Es ist mir schon wieder viel zu kompliziert für irgendwie 10:30 am Morgen. Okay, wir suchen jetzt rund um Silverglade. Und soweit ich das verstanden habe, tauchen die Ausrufezeichen nicht auf der großen Karte auf, sondern nur auf der kleinen. Deswegen würde ich euch raten, die kleine Karte wegzuzoomen. Super, ich sehe trotzdem keine Ausrufezeichen. Immer diese Leute, die Tipps geben, obwohl sie selbst nichts gecheckt haben. Das bin ich, lol. Da ist ein Ausrufezeichen und eine Blume. Okay, wow. Wie weird, oh mein Gott. Es zeigt anscheinend wirklich nur an, wenn man in der Nähe ist. Also bringt Karte vergrößern, soweit ich das jetzt gecheckt habe, nichts. Ich habe halt gerade so null Plan von irgendwas. Ja. Oh, da, okay. Mhm. Sorry, aber ich check absolut nichts und die Ausrufezeichen tauchen bei mir auch erst auf, wenn ich direkt davor stehe. Aber ich sehe gerade ein Ausrufezeichen. Und da sind die Blumen, okay. Okay, das war's. Es reicht hier. Hat meine Mutter gerade das Fenster aufgemacht? Ich glaube schon. Uncool. Oh, wow. Okay. In echt bin ich auch voll der Naturheilkunde-Fan. In SSO scheint mir das Ganze noch ein bisschen... What? Ein bisschen spanisch vorzukommen. Okay, wir haben noch so fast keine Items. Also keine Blumen. Deswegen begebe ich mich jetzt noch ganz kurz mal auf die Suche. Okay, die Blumensuche gestaltet sich nicht ganz so einfach. Ich finde es aber bisher trotzdem eigentlich sehr cool. Okay, da ist auch jemand ziemlich lost. Kennt ihr das Gefühl, wirklich richtig lost zu sein? Das habe ich nämlich gerade. Ja, okay, ich finde hier irgendwie nichts mehr. Wir machen uns auf den Weg zur südlichen Erntefeldprovinz, weil soweit ich verstehe, ist das die südliche Erntefeldprovinz und die ist quasi daneben. Okay, ich merke, es ist mir irgendwie viel zu anspruchsvoll. Wow. Gibt es da vielleicht irgendwelche festen Fundorte? Ach, stand da sogar, die wechseln sogar stündlich? Stand das in den News? Okay, ich muss es ganz kurz abchecken. Okay, nein, das waren Fake News. Also, die Dinger, die Blumen, findet man zu jeder Tageszeit, also immer, soweit ich das verstanden habe. Und die Bestellung, da bekommt man 3 am Tag, die man machen kann. Okay, ich finde wirklich nichts mehr. Falls ihr für heute das irgendwie alles geschafft habt, dann schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare. Wo man suchen kann und so weiter. Ich finde die Quest auf jeden Fall sehr cool, weil das genauso wie das Seelenreiten ist, was ein bisschen beschäftigt. Es wurde auf jeden Fall auch sehr viel Aufwand reingesteckt und man sieht ja an den ganzen Produkten, wie viel man machen kann. Finde ich also sehr, sehr, sehr cool. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Okay, Leute, ich habe gerade was entdeckt und zwar, ich weiß nicht, ob davon was in den News stand, vielleicht habe ich es auch einfach wieder nicht richtig gelesen, aber im Global Shop gibt es einfach neue Sachen. Wie krass ist das denn? Lol, die Sachen sind richtig geil, allerdings total Mainstream, deswegen schwierig. Aber krass, gibt es auch neue Kleidung? Nein. Okay, sehr krass. Sehr, sehr krass tatsächlich. Okay, wow. Ich mag diese hier. Ich mag eigentlich alles. Und das ist relativ preiswert. Kann man machen. Kann man echt machen. Okay, wow, ich finde die Sachen echt schön. Soll ich mir alle Gamaschen kaufen? Ich muss kurz schauen, ob mein Inventar voll ist. Nein, das ist nicht. Die Schabracken kaufe ich mir dann nach und nach von Schilling, aber ich kaufe jetzt einfach mal alle Gamaschen. Die haben noch nicht wirklich einen Namen. Ich habe Angst, dass sie aus Versehen ins Spiel gekommen sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich die jetzt kaufe, dass sie dann weg sind. Deswegen, ich kaufe sie, glaube ich, doch lieber nicht.